Wunderbar, dann ganz herzlich willkommen an alle in der zweiten Live-Session zu unserem vierten MOOC zum Thema Wissensmanagement. Und ganz herzlich willkommen, Stefan Zillig. Du bist ja ein Wiederholungstäter mittlerweile. Du warst nämlich beim letzten MOOC schon mit dabei mit einer tollen Session, wo du so aus deinem Nähkästchen als Information- und Content-Professional geplaudert hast. Letztes Mal ging es darum, wie wir alle in der Informationsrecherche besser werden können. Dieses Mal geht es um ein, wie ich finde, hochaktuelles und spannendes Thema, nämlich wie wir uns vor Desinformation hüten, wie wir Fake News erkennen können und damit umgehen. Also da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Ja, ganz kurz, aber du stellst dich ja vielleicht auch noch selber vor. Ja, Stefan, Dirk und ich, wir kennen dich hauptsächlich über die GFWM, über die Gesellschaft für Wissensmanagement, die hiermit allen auch ans Herz gelegt sei, die jetzt in der Live-Session dabei sind und die GFWM noch nicht kennen. Und dort ist Stefan seit Jahren der Herausgeber des Newsletters und der sogenannten Themen. Die Themen sind eine tolle Publikation, die GFWM-Themen, wo man wirklich also sehr fundierte Artikel zum Thema Wissensmanagement lesen kann. Gibt jetzt auch schon ein kuratiertes Dossier zum Thema New Work und ein zweites kuratiertes Dossier ist, glaube ich, von dir in Arbeit. Also Stefan ist da ehrenamtlich sehr, sehr aktiv und leistet ganz viel für die GFWM und für das Thema Wissensmanagement. Also ruhig mal auf gfwm.de nach Newsletter und Themen schauen und gerne abonnieren, ist kostenfrei. Das sind zwei in dem Themengebiet wirklich sehr inspirierende Publikationen. Ansonsten bist du Diplom-Informations, jetzt muss ich spickeln, Informationswirt. Das ist eine tolle Berufsbezeichnung, wo ich so überlegt habe, was ist ein Diplom-Informationswirt? Aber vielleicht erzählst du das auch noch. Und du arbeitest seit Jahren tatsächlich in der Information Research für Beratungsunternehmen und Finanzdienstleister. Also deine Berufsbezeichnung Information und Content Professional, die ist wohl gewählt. Und natürlich auch Garant dafür, dass du als wahrer Experte uns jetzt etwas zum Thema Desinformation und Fake News berichten werdest. Ja, guten Morgen an alle. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können. Vielen Dank an Dirk und Gabriele erneut für die Einladung. Ich fühle mich hier schon wirklich fast zu Hause, jährlich ein wiederkehrendes Format. Gabriele, die Bezeichnung Diplom-Informationswirt, das ist ganz uralte Kiste. Tatsächlich ist das ein Abschluss, der 2001 noch vergeben wurde. Die Wirte in Deutschland, das ist also eine ganz alte Tradition, aber eine nicht ganz schlechte. Es ist ein Handwerkskasten, den ich damals kennengelernt habe und den ich dann im Laufe meines Berufslebens an unterschiedlichsten Baustellen immer wieder neu öffnen und neu sortieren konnte, vor allen Dingen. Und inzwischen heißt der Fachbereich auch nicht mehr Information und Dokumentation, so hieß er damals, sondern heute heißt er natürlich Information Science. Und alles hat sich ein bisschen stärker auch in die Trends eingeordnet, die eben mit Business Management, Content Management, Innovationsmanagement und so weiter zu tun haben. Die ganzen Begriffe kennt ihr ja alle. Ich bin selber, ja, wie Gabriele schon angekündigt hat, Information und Content Professional in Berlin. Ich bin selbstständig mit meinem Label Request. Und wenn ich meine Tätigkeit mal so ganz kurz in einer Nutshell zusammenfasse, ich optimiere und übersetze Inhalte und Expertenwissen für die gewünschten Formate meiner Kunden. Das sind zum Beispiel Publikationen und Veranstaltungen. Ich trainiere auch und berate beim Umgang mit Informationen und gebe auch direkt meine Leistungen an meine Kunden in den Banken, in den Versicherungen, beziehungsweise auch in mittelständischen Unternehmen weiter, eben überall dort, wo in irgendeiner sehr intensiven Form mit Informationen umgegangen wird. Unser Thema heute ist der Umgang mit Fake News. Es geht um die Informationen, die Ihnen geschickt vorgaukelt, die euch geschickt vorgaukelt, dass sie echt sei. Und dieses Thema will ich euch im Laufe der nächsten 30 Minuten aus drei unterschiedlichen Perspektiven vorstellen. Nämlich erstens, welche Zutaten benötigt ihr, damit Fake News so richtig gut funktionieren und gedeihen? Die zweite Perspektive, ich gebe euch ein Update zum Cheat Sheet Desinformation. Dort die zentrale Erkenntnis nach wie vor, wer nichts fragt, muss schlicht und ergreifend alles glauben. Und drittens und letzter Punkt in der Reihe heute, warum ist der Umgang mit Fake News auch eine Frage der Atemtechnik?
Ihr hört es heraus, das ist so ein relativ brisantes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Aber mein Plan mit euch heute ist, bei der Betrachtung von dem Ganzen einen kleinen Schritt zurückzutreten, um den Überblick für die ganze Angelegenheit nicht zu verlieren. Und ja, jetzt angesichts der aktuellen Situation rund um Corona, die Corona-Maßnahmen, wir sind in einer beruflich und privat stark eingeschränkten Situation. Wir haben Veränderungen um uns herum, beruflich wie privat. Wir haben Einschränkungen, wir haben extreme Unsicherheiten. Wir werden belastet durch persönliche und auch begründete Befürchtungen. Wir erhalten widersprüchliche offizielle und inoffizielle Aussagen und vielleicht haben wir sogar direkt Verluste. All das beeinflusst uns unglaublich stark beim Umgang mit Informationen. Und mitten in dieser unruhigen und unsicheren Situation bekommen wir dann diese eigentlich relativ harmlose Meldung und denken, ja, das passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge. Jetzt werden wir auch noch mit der Wetterkarte manipuliert. Für diesen Fake, ich möchte gleich die Auflösung mitliefern, wurden drei Wetterkarten aufeinandergestellt. Das Ganze wurde über Facebook massiv publiziert. Es sind drei Wetterkarten aus den Jahren 2009, 2019 und 2020 und die Behauptung, die im Fließtext mitgeliefert wurde, wir werden manipuliert durch die Farben und durch die Temperaturangaben. Die Medien zeigen die gleichen Temperaturangaben mit die gleichen Temperaturen mit immer dunkleren und auch dramatischeren Farben, um gezielt die Diskussion um den Klimawandel einzuheizen. Wenn man sich das Ganze jetzt genauer betrachtet, fällt auf, die Karten 1 und 2 sind eine Abbildung der ARD. Die Karte 3 ist ein Videoausschnitt, ein Filmstill aus einer ganz anderen Quelle, nämlich der Wetter Channel. Die Karten 1 und 2 von der ARD zeigen völlig unterschiedliche Analysen, nämlich erstens die Drei-Tages-Prognose ganz oben. Die zweite Karte ist tatsächlich das aktuelle Tageswetter. Und die werden von der ARD übrigens immer in unterschiedlichen Farbschemata dargestellt und auf der Webseite sehr genau erläutert. Wen das interessiert, das kann man dort direkt nachlesen. Es gibt eine sehr gut aufgeschlüsselte Legende. Und ja, das Resultat dieser kurzen Analyse, die ich euch jetzt einfach mal in der Zusammenfassung gegeben habe, ist, diese drei Karten lassen sich nicht miteinander vergleichen. Es sind unterschiedliche Analysen mit unterschiedlichen Anlässen aus völlig unterschiedlichen Quellen und Medienformaten. Und trotzdem diese Ungereimtheiten eigentlich recht gut offensichtlich erkennbar sind, sind viele Nutzer und Nutzerinnen darauf eingegangen, haben das durch ihre Kommentare und durch die Weiterleitung bestätigt. Sie glauben der Meldung und sie beschäftigen sich damit. Das führt uns direkt zu zwei Fragen. Nämlich die erste Frage muss ja sein, wir müssen definieren, was sind Fake News eigentlich? Es gibt eine ganze Reihe von Definitionen für Fake News. Ich habe jetzt einfach mal die zwei herausgepickt, die mir persönlich bei meiner Arbeit, aber auch so im Umgang damit generell sehr, sehr gut gefallen. Informationen, also Fake News sind Informationen, die bewusst gezielt an einzelne Personen in der Öffentlichkeit verbreitet werden, um zu täuschen. Das ist eine schöne Definition vom Korrektiv-Faktencheck, das kennt ihr vielleicht. Die haben einen sehr gut gemachten Newsletter, der fast täglich über einzelne Fakes spricht und die im Detail auflöst, und zwar in einer sehr kurzen und unaufgeregten Sprache. Und bei der zweiten Definition, die durch die EU-Kommission lanciert wurde im Rahmen von diversen Studien, da fand ich den soziologischen Aspekt hochspannend, herding people in a specific direction. Also es geht bei den Fake News häufig darum, dass nicht der einzelne Fake funktioniert, sondern dass der dauerhafte Beschuss Menschen in eine bestimmte Richtung behütet. Das ist ganz sicher nur eine sehr schlechte Übersetzung für den Begriff, der aber trotzdem ganz gut darstellt, was mit Fake News erreicht werden soll. Auf die Details dazu will ich gleich noch eingehen, ausführlich. Die zweite Frage, die ich euch jetzt in dem Zusammenhang ankündigen möchte, ist: Habt ihr euch mal überlegt, warum Fake News so gut gelingen? Welche Zutaten, und das ist der erste Punkt jetzt der heutigen Session, welche Zutaten sind notwendig, damit Fake News so richtig gut gedeihen? Für die ganz eiligen Pragmatiker unter euch, ich gebe euch jetzt das Management Summary für die komplette Präsentation heute. Für Fake News, für wirksame Fake News braucht ihr gutes Saatgut, ihr braucht miese Absichten und ihr braucht schlicht und ergreifend eine völlig unübersichtliche Umgebung. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann bleibt ihr dran. Ich habe nämlich dazu genau weitere Informationen für euch. Nämlich,
zu dem Saatgut. Ich will mit euch sprechen über die Arten von Desinformation. Da gibt es eine sehr schöne Aufschlüsselung, um einfach auch den Durchblick zu erhalten zu diesem Thema. Was sind die Beweggründe für Fake News? Welche Absichten stecken dahinter? Und schließlich, was ist diese Umgebung, in der das so gut funktioniert und der wir alle drin stecken? Zu den ersten beiden Punkten möchte ich euch die Übersichten und die Forschungsergebnisse von Claire Wardle vorstellen, die der eine oder die andere von euch vielleicht kennt. Sie ist Medienwissenschaftlerin, Journalistin und hat mit ihrem Institut First Draft, von dem sie auch Mitbegründerin ist, ja weltweit zu tun mit der Analyse von gefälschten Informationen, von gefälschten Daten. Diese Organisation First Draft ist weltweit gemeinnützig unterwegs und ja, fokussiert auf die Forschung und die Praxis zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformation. Claire Wardle hat auch, das ist ganz interessant, für den Europarat diverse Studien entwickelt zum Umgang mit Information in Forschung und Politik. Und der dritte Punkt ist die unübersichtliche Umgebung. Hier geht es um den Informationsmarkt. Das ist ein Thema, das der eine, die andere von euch vielleicht aus der letzten Session mit mir noch erinnert. Da gehen wir ganz kurz drüber. Claire Wardle hat jahrelang geforscht zu diesem Thema und hat eine Übersicht aufgestellt, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Sie spricht über die Arten von Desinformation. Wir gehen nicht auf alle Punkte im Einzelnen ein. Das ist jetzt wirklich nur eine reine Zusammenfassung. Wen es interessiert, die Webseite von Claire Wardle ist sehr gut gemacht und gibt ausführlich Aufschluss über ihre Inhalte, über ihre Erkenntnisse. Aber diese Übersicht mit 7 Punkten, Arten der Fake- und Desinformation, da unterscheidet sie eben diese 7 Punkte, die losgehen mit Satire und Parodie, also Dinge, die eigentlich nicht wirklich darauf abzielen, Leute zu täuschen, aber die vielleicht das ein oder andere Mal missverständlich rüberkommen können. Irrenführende Inhalte, ich blende hier nicht umsonst ganz gezielt die Wetterkarte von gerade eben ein, das sind reale Fakten, bewiesene Fakten, die aber in einer irreführenden Darstellung verwendet werden. Es gibt betrügerische Quellen, die ihr sicherlich alle schon mal gesehen habt, also spätestens dann, wenn ihr Tagesschau mit SH in der Mitte geschrieben, .ru als URL aufruft. Es lohnt sich manchmal auch solchen Dingen schon beim Blick auf den Browser im Internet einen Blick drauf zu werfen. Und man kennt da sehr schnell, um was es geht oder um was es nicht gehen soll. Ein weiterer Punkt, den sie identifiziert hat, sind frei erfundene Inhalte. Also wirklich komplett neu, frei erfundene, real klingende Inhalte, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Ein weiterer Punkt, das sind Inhalte, echte Inhalte, bewiesene Inhalte, die aber falsch verknüpft werden. Hier lohnt sich wieder der Blick auf diese Wetterkarte von gerade eben. Das würde hier sehr gut passen. Echt und falsch gemixte Inhalte, also echte Inhalte, die mit falschen in Verbindung gebracht werden. Also kurz und knapp, echte Fakten und Fake-Inhalte werden miteinander kombiniert und veröffentlicht. Und der letzte Punkt, den sie identifiziert hat, überarbeitete Inhalte, das heißt nur ganz leicht manipulierte Punkte, die in eine bestimmte Richtung verändert wurden. Das Hinterhältige an all dem, diese Dinge größtenteils sind nicht als Fake markiert. Sie kommen in absolut seriösem Gewand daher und lassen sich in ihrer Form oft nicht unterscheiden von den Inhalten, die durch seriöse Medien und durch seriöse Redaktionen bewiesen sind. Das sind die Arten der Desinformation, die Claire Wardle auseinanderhält. Und in einer zweiten Übersicht geht sie ein auf Beweggründe. Warum werden Fakes produziert? Auch diese Übersicht nur ganz kurz in der Übersicht und zusammengefasst. Da geht es um Profitstreben. Denkt zum Beispiel an die Kursmanipulationen vor ein paar Jahren der großen Banken und Investmentbanker, die gezielt falsche Wirtschaftsmeldungen und Kursentwicklungen veröffentlicht haben, mit dem ganz klaren Ziel, eigene Ziele, eigene Umsatzentwicklungen positiv zu manipulieren. Passion, das ist eher auch ideell und religiös geprägt, kann hinter Fake News stehen. Die Parodie haben wir in anderen Zusammenhängen eben schon erwähnt. Also es geht hier wirklich um Spott und Satire. Propaganda, es geht um politische Meinungen und öffentliche Sichtweisen, die gezielt in eine bestimmte Form gebracht werden, um die Bevölkerung zu manipulieren und bestimmte Ziele zu verfolgen. Provokation, Punk wird da auf Englisch bei Claire Wardle gesagt. Das heißt, andere werden
durch bestimmte Aussagen zu bestimmten Reaktionen gedrängt. Das ist vor allen Dingen über das Thema Emotionen sehr gut machbar. Das sind auch Punkte, die dann später beispielsweise im Cheat Sheet Desinformation eine ganz große Rolle spielen werden. Wie weit berühren mich Meldungen persönlich, sodass ich mich dadurch in eine emotionale Zwangslage sogar geführt fühle? Das parteiliche Denken ist ein ganz großer Punkt. Es geht um unpassende Inhalte im eigenen Weltbild und die werden ausgeblendet oder so lange manipuliert und passend gemacht, bis sie eben gut sitzen. Der schlechte Journalismus, den Claire Wardle immer wieder anklagt, es geht hier einerseits um handwerkliche Schwächen, Recherchefehler, Abschreiben von ungeprüften Meldungen, Übersetzungsfehler, aber eben auch um strukturelle Schwächen der Branche. Das heißt, ihr habt ja alle beobachtet, den Journalismus nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geht es schlecht, weil die Redaktionen sparen müssen, weil Budgets eingespart werden und vor allen Dingen, weil der Kampf gegen Online-Medien, was die Geschwindigkeit der Nachrichten angeht, erheblich zugenommen hat. Und letzter Punkt, den Claire Wardle unterscheidet, ist das Thema Einfluss und Macht in der Politik. Das soll hier in der heutigen Session der einzige Zeitpunkt sein, in dem ich Donald Trump mal ganz kurz erwähne, als schönes Beispiel für das Streben nach Einfluss und Macht in der Politik. Der letzte Punkt, der dritte Punkt in dieser Reihe, warum Fake News, wann gedeihen Fake News gut, ist eben der angekündigte dritte Punkt, der Markt für Informationen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter euch, die an meiner letzten Session im Herbst mitgemacht haben, erinnern sich, der Markt für Informationen, ich habe da mal eine kleine Übersicht, die ich hier wirklich nur ganz verschwommen euch vorstellen möchte, euch gezeigt. Da ging es um die Beteiligten im Informationsmarkt. Das sind die sozialen Medien, das sind Portale und Kanäle. Wäre die Presse zu nennen, die Unternehmen selber, die Unternehmensberatungen. Wir haben Interessenvereinigungen hier in Europa, auf der Welt, in Deutschland, ganz besonders hier in Berlin. Die Meile um das Parlament herum hier ist eine Adresse nach der anderen mit Lobbyorganisationen die Adressen gesät. Der Staat selber verteilt natürlich Informationen. Es gibt Thinktanks, die mehr im Verborgenen agieren. Es gibt Gewerkschaften. Es gibt für mich sehr wichtig die kostenpflichtigen Premiumquellen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ihr alle, wir sind selber auch Teil dieses Informationsmarktes. Wir produzieren Informationen und wir sind natürlich auch selber Informationen. So, das ist jetzt natürlich noch nicht genug. Der Markt wird unübersichtlich durch einen weiteren Aspekt, nämlich die Absichten, die auf diesem Markt verfolgt werden. Ausgehend von dem, was ich euch gerade geschildert habe, das Thema Fake News, die Beweggründe, Parodie, Informationsauftrag, Gewinnstreben, Parteilichkeit, Einfluss und Macht in der Politik. Das sind Punkte, die hier zu nennen sind, aber es gibt auch ganz ehrbare Absichten. Aufklärung im englischen Sinne von Intelligence, es gibt Informationsaufträge. Auch das Gewinnstreben als solches ist kein negativer Aspekt, sondern das ist etwas, was also durchaus berechtigt ist in diesem Informationsmarkt. Das Problem, man kann diese Absichten oft nicht erkennen. Es ist alles gemischt. Man hat im Prinzip nicht sehr viel Durchblick, was die in diesem Boost an Teilnehmern, wer welche Absicht verfolgt. Ein weiterer Punkt, der die Sache sehr unübersichtlich hält, das sind die Regeln und Prozesse in diesem Markt. Auch hier nur ein ganz kurzer Drüberflug. Wir haben alte und neue Technologien, die im Widerstreit miteinander sind. Jeder hat ihre komplexen Regeln und Prozesse. Wenn ihr überlegt, wie sieht der Ablauf aus, um eine Zeitungsmeldung bis auf die Seite 1 zu platzieren, was muss da alles passieren? Und wie läuft das bei Facebook? Oder die kurze Frage, wie funktionieren Algorithmen, die das Ganze organisieren? Weiterer Punkt bei den Prozessen und Regeln sind die Marktmechanismen. Das kennt ihr alle. Angebot und Nachfrage, Preisbildung beim Thema Information, hochgradig komplex übrigens. Marktgeschehen, es entwickeln sich Märkte. Es gibt Markttraditionen, es gibt Marktinnovationen. Das sind alles Mechanismen, die teilweise sehr unübersichtlich sind. Und als wäre es nicht schon genug, es gibt natürlich auch Gesetze, die das Ganze erheblich beeinflussen. Es gibt das Informationsfreiheitsgesetz. Denkt an die DSGVO, die uns seit 2-3 Jahren belästigt. Denkt an das Urheberrecht in verschiedenen Herkunftsländern. Denkt an das Handelsgesetzbuch. Denkt auch an ganz neue Fragen, beispielsweise künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Hochgradig komplex. So, und letzter Punkt in der Reihe, damit das Ganze Fass auch wirklich voll wird, die Besonderheiten von der Information als Ware überhaupt. Ich habe es eben schon kurz angedeutet.
Information hat eine ganz besondere Eigenart. Sie ist extrem teuer in der Erstellung und extrem billig in der Kopie. Bis die erste Kopie hergestellt wird, denkt an eine Studie beispielsweise, die erstellt wird, eine Medizinstudie. Über Jahre werden hier Millionen Euro ausgegeben. Dann steht die Studie als PDF und ist mit einem einfachen Klick zu kopieren. Der Preis, der Wert von Informationen ist also unglaublich schwer vermittelbar in manchen Situationen, zumal eben alle oder viele davon ausgehen, ja, alles, was übers Internet verfügbar ist, müsste ja eigentlich auch kostenlos verfügbar sein. Das ist eine Tradition, was jetzt die Mechanismen von eben angeht, das ist eine Tradition, die natürlich der echte Killer ist, wenn man, wie ich zum Beispiel, Informationsdienstleistungen gerne verkaufen möchte, um davon zu leben. Und wie schon erwähnt, wir sprechen hier nicht nur über Informationen als Ware, die ihr nutzt, sondern eben auch über euch selbst und eure persönlichen Daten als Ware, die beim Begehen dieses Marktes von euch abgegriffen werden. Die werden gespeichert und ausgewertet und angewendet. Manchmal wisst ihr davon, aber ich versichere euch, oder ihr wisst es auch selbst, meistens ahnt ihr es gar nicht. Zu diesem ganzen Wust, den ich euch jetzt in 3 Schritten gezeigt habe, die kurze Zusammenfassung. Ihr ahnt es, die Bedingungen für Fake News sind vor diesem Hintergrund extrem optimal. Und vor diesem krisenhaften Geschehen gerade, die Veränderungen in der Struktur, in das Thema Homeoffice, Arbeitsplatzgefährdungen, Aufträge brechen weg. In diesen Situationen verschärft sich das eben Geschilderte gerade nochmal insbesondere. Mein Hinweis an euch: An den äußeren Bedingungen könnt ihr insgesamt vermutlich nur relativ wenig ändern. Wir sind da einfach Teil vom Ganzen und das Ganze reißt uns förmlich mit. Aber an euren eigenen Umgang mit dem Thema, da könnt ihr tatsächlich steuern. Und das ist jetzt auch mein Ansatz, mit dem ich euch heute ja einen Lösungsvorschlag vorstellen möchte. Es gibt die Möglichkeit, durch relevante Fähigkeiten und Methoden rund um Informationen mit dem Thema Fake News, Desinformation und Informationsmarkt und alle anderen Punkte, die ich euch geschildert habe, damit umzugehen und damit verbunden auch eine innere stabile Haltung, eure persönliche Haltung gegenüber diesem Thema Information und Desinformation. Über die vielen Jahre habe ich in meinem Information Professional Dasein, in meiner Tätigkeit, hocheffiziente Methode kennengelernt, um die Qualität und die Glaubwürdigkeit von Informationen zu bewerten. Man stellt Fragen. Man stellt Fragen zu Inhalten und zur Herkunft von Informationen. Das klingt jetzt erstmal banal. Ich habe aber dann als Infoprofi im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Fragen kennengelernt, mit denen man die Informationsqualität ziemlich gut analysieren kann. Und im Laufe der Zeit war es dann einfach nützlich, die Fragen zu sortieren, auch zu reviewen und sich darüber auszutauschen. Und ich habe eine interessante Feststellung gemacht. Manche Fragen, die hier in der Seite jetzt schon so ein bisschen reinplätschern, ich dachte bei manchen Fragen, wow, das habe ich jetzt entdeckt. Ich erzähle das dann einer Kollegin, die sagt, ja, das ist schon ein Ding, das muss man immer berücksichtigen. Hast du das etwa bislang nicht berücksichtigt? Und da habe ich gemerkt, okay, es gibt tatsächlich einen Katalog, der unsichtbar bei den Kollegen, Kolleginnen existiert. Man eignet sich bestimmtes Fachwissen im Laufe seiner professionellen Karriere an. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das müsste man ja theoretisch eigentlich auch ein bisschen übersichtlicher gestalten können und bin dann in eine Übersicht gestartet, die ich dann im Laufe der Zeit im Austausch mit KollegInnen ausgebaut und auch reviewed habe. Ich habe dafür auch dieses Thema immer wieder mal in diversen Workshops und Expertengesprächen eingebaut, vor Firmenvertretern, vor Information Professionals. Ich hatte auch tolle Gelegenheiten, mit Journalisten, also Journalistik-Studierenden zusammenzukommen. Da sind herausragend gute Ergebnisse ergänzt worden, auch wieder gestrichen worden. Also diese Übersicht, die ihr hier seht, ist das Ergebnis eines jahrelangen Entwicklungsprozesses. Die Idee hier, die Übersicht ist aufgeteilt, diese Fragen, die ihr hier als kleine farbige Punkte seht, das geht hier um 4 Bereiche, die Quelle der Information, die Quelle der Meldung, die Meldung selbst,
Es geht um mich selbst und es geht vor allen Dingen um meine Umgebung. Die Umgebung und ich selbst sind zwei Punkte, die in der letzten Zeit im Zusammenhang mit Corona und so weiter eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ich will eure Aufmerksamkeit jetzt eben auf einen Punkt lenken, der auch damit zusammenhängt, dass Veränderungen und Homeoffice unsere Lage sehr stark beeinflussen. Es gibt Angst vor Gefährdungen und dabei die wichtige Erkenntnis, in solchen Situationen sind wir selbst persönlich entscheidend betroffen und eben auch leider beteiligt, das ist eine ganz wichtige Aussage heute, am Erfolg von Informationen. Und ein Beispiel, das ich euch hier vorstellen möchte, also das sind die beiden Bereiche, ein Beispiel, das ich euch jetzt vorstellen möchte, ist das sogenannte Informationsvakuum. Kann es tatsächlich jetzt schon verlässliche Informationen zu einer ganz aktuellen Entwicklung geben? Und das ist etwas, was uns in belastenden Situationen ja immer fehlt. Wir brauchen verlässliche Informationen, wir suchen und es kann sie schlicht und ergreifend noch nicht geben. Und man merkt, dass genau in solchen Situationen Falschinformationen sich reindrängen und unsere Sachlage, unsere Informationslage stark beeinflussen. Es gibt ein ganz einfaches Rezept und das sollte auch der einzige Punkt sein, den ich jetzt hier im Cheat Sheet so heraushebe. Es gibt einen Dreischritt, ein Rezept in drei Schritten, mit dem ihr mit diesem Informationsvakuum gut umgehen könnt. Der erste Punkt ist schlicht und ergreifend, rechnet damit, dass das Informationsvakuum existiert. Da kann schon zum Beispiel jetzt das Cheat Sheet hier den ersten Hinweis geben. Der zweite Schritt, überlegt in Ruhe, welche Informationen kann es jetzt wirklich tatsächlich schon geben und was kann andererseits unmöglich jetzt schon gesichert sein. Also denkt auch an die Medizinforschung im Zusammenhang mit Corona. Da kann erst im Laufe der Zeit Forschung passieren und dann können verlässliche Ergebnisse vorgestellt werden. Und der dritte und letzte Punkt, identifiziert vertrauenswürdige Informationsquellen und wartet nur deren Meldungen ab. Die kümmern sich darum, die machen das auch gut, die sind bezahlt dafür. Geht nicht zu Facebook, geht nicht in irgendwelche Online-Quellen, auf irgendwelche Websites, geht nicht in Google, um nach Corona zu recherchieren, geht generell nicht in Google, wenn ihr nach Krankheiten recherchiert, geht besser zum Arzt. Das ist ein Punkt, der zurzeit eine ganz große Rolle spielt. Es gibt Weiterentwicklungen, die ich heute erstmalig euch vorstellen möchte für das Cheat Sheet Desinformation. Da gibt es zum Beispiel den Punkt der Transparenz. Wie viel transparente Information wird mir zugemutet? Beispiel, die Firmenleitung überlegt, 35% der Mitarbeiterinnen zu reduzieren. Will ich das brandheiß bei der Weihnachtsfeier erfahren oder vielleicht doch erst nach Abgleich mit dem Betriebsrat von meiner Bereichsleitung mitgeteilt bekommen? Transparente Information kann zu so einer großen Belastung werden, dass man sich davor verschließt. Und der Hintergrund hier ist ganz häufig, dass Abteilungsleiter, Firmenleiter einen durchaus demokratischen Ansatz fahren. Meine MitarbeiterInnen sollen genau das wissen, was ich weiß. Das kann zu ganz großen Belastungen führen. Ein anderer interessanter Punkt, das sind die eingeschlichenen Wahrheiten. Es gibt hierzu auch einen schönen Begriff aus der Psychologie. Das ist der Wahrheitsillusion-Effekt. Ihr könnt sicher auch gerade häufiger mal beobachten, dass falsche Aussagen, völlig absurde Aussagen, sich regelrecht in die Realität einschleichen, indem sie ganz häufig wiederholt werden. Denkt an das Trinken von Reinigungsmitteln gegen Covid-19. Wir wissen alle, das ist völliger Blödsinn. Trotzdem ist diese Realität, dieses Fakt, also diese Information ist in der Welt, das ist kein Fakt. Und egal wie analytisch oder intuitiv ihr denkt, egal wie schlau oder gebildet ihr seid, diese wiederholten Informationen wirken garantiert. Dahinter steckt die psychologische Erkenntnis, der Kontakt mit sich wiederholender Informationen lädt diese mit einem subjektiven Gefühl der Glaubwürdigkeit auf. Wir denken irgendwann, ja, das ist schon wieder wiederholt worden. Das muss ja irgendwie, da muss ja irgendwas dran sein. Ihr müsst jetzt ganz sicher kein Psychologiestudium absolvieren, um das zu durchdringen. Aber schon die Kenntnis über dieses Phänomen, Wahrheitsillusion-Effekt, hilft euch dabei, solche Aussagen frühzeitig zu erkennen. Ich will jetzt mit euch, das ist jetzt alles sehr komplex und ein bisschen viel und dicht, ich will jetzt wieder einen kleinen Schritt mit euch zurücktreten und feststellen, der Umgang mit Informationen hat also wirklich zahlreiche Facetten und ist irgendwie unübersichtlich. Und die Idee für das Cheat Sheet ist eben hier, Ideen und lernbare Methoden oder Fragestellungen zu erhalten, um mit dem komplexen Thema strukturiert umzugehen. Der Vorteil der Übersicht übrigens ist, diese Fragen könnt ihr in Ruhe schrittweise und gut strukturiert bei euch zu Hause oder im Büro an den Stellen ausprobieren, wo es euch gerade interessant und probat erscheint. Und damit möchte ich zum letzten Schritt oder zur letzten Perspektive, die ich euch heute vorstellen möchte, die Frage nämlich, warum ist der Umgang mit Fake News auch eine Frage der richtigen Atemtechnik?
Einige Fragen und viele Hinweise aus dem Cheat Sheet haben es ja bereits angedeutet. Der Umgang mit Informationen generell erfordert, auch wenn es wahnsinnig hektisch ist, eine gewisse Gelassenheit. Also selbst dann, wenn es sogar anstrengend und aufregend um euch herum ist. Wir sind halt leider angewiesen auf Informationen für die Aufgaben und Veränderungen in unserem Beruf, in unserem Alltag. Und doch ist Information eben auch ein wahrer Unruhefaktor. Der Umgang damit wird beeinflusst durch unsere Umgebung, durch die Beteiligten, durch Vorgänge, die komplex und oft nicht durchschaubar sind. Trotzdem, und das ist mein Aufruf an euch, können wir aktiv und selbstbestimmt damit umgehen. Dabei hilft neben den erlernbaren Fähigkeiten und den nützlichen Werkzeugen eben auch ein stabiler innerer Kern, also eine Haltung, die wir entwickeln können. Ich würde mal einfach formulieren, ein Mindset für Informationen, speziell für Informationen im Umgang damit. Ein Mindset, das wisst ihr alle, die Übersicht habt ihr hier vor Augen, wird gefestigt von einem Skillset mit Fähigkeiten, die wir anwenden können und einem Toolset mit nützlichen Werkzeugen, die wir uns aneignen können. Und ja, das Cheat Sheet Desinformation soll einfach ein professionelles Angebot sein mit solchen Skills und solchen Tools, um das Mindset oder ein Mindset für Informationen erstmal auch bewusst zu machen und es zu stärken. Einige Fragen und Empfehlungen aus dem Cheat Sheet brauchen erstmal Zeit zum Lernen. Das sehe ich auch selbst so. Ich meine, ich bin nicht von heute auf morgen Information Professional geworden und kann euch jetzt auf diese Art und Weise diese Hinweise und Tipps geben. Dazu braucht es Zeit und man muss Erfahrungen sammeln tatsächlich. Meine Erfahrung tretet dabei einen Schritt zurück, atmet durch und versucht in Ruhe die angesprochenen Punkte und Ungereimtheiten zu entdecken und aufzudecken. Was ich schön fand, die Europäische Kommission hat genau diesen Punkt, unabhängig von mir, auch propagiert. Zuletzt, pause, take care before you share. Es ging hier speziell um Facebook-Meldungen. Also das ist ein Thema, was durchaus auch von ganz offizieller Seite immer wieder auf den Tisch gelegt wird. Und damit möchte ich zur letzten Frage hier in der Session kommen, nämlich die Frage, die euch auch ganz sicher alle interessiert. Wie kann ich diese Skills und diese Tools eigentlich in meine persönliche Situation einfügen? Meine Antwort: in euren täglichen Prozessen und Routinen. Das heißt, entwickelt einen Blick fürs Ganze, betrachtet eure Arbeitsabläufe, stellt oder versucht an den passenden Stellen die Fragen aus dem Cheat Sheet anzuwenden für eure Prozesse. Und ich habe hier mal als Beispiel, die ein oder der andere wird sich erinnern, in der letzten MOOC-Session im November letztes Jahr habe ich euch eine Infosuche in 6 Schritten vorgestellt. Das ist ein ganz klassischer Prozess, mit dem ich fast täglich arbeite. Ihr selber arbeitet in den unterschiedlichsten Prozessen und Situationen, die alle sehr informationsintensiv sein können. Und genau die sind eben auch anfällig für Desinformation. Und genau hier könnt ihr ansetzen mit neugierigen Fragen zum Thema Quelle, Herkunft, wie bin ich betroffen, habe ich ein komisches Bauchgefühl und so weiter und so weiter. Also meine Einladung oder meine Idee, probiert das aus. Es gibt zum Thema Cheat Sheet ständig Weiterentwicklungen. Also ich halte euch da gerne auf dem Laufenden. Damit komme ich jetzt auch zu meinem Zwischenstand am Schluss dieser Session. Der Umgang mit Informationen und mit Fake News ist einfach eine komplexe Angelegenheit. Man kann damit sehr leichtfertig umgehen, das ist jederzeit möglich, aber das ist dann gerade in der jetzigen Situation wenig verantwortungsvoll. Trainiert euer Gespür für die Details und aber auch gleichzeitig, das ist der Trick dabei, den Blick fürs Ganze. Beim Umgang mit Informationen, ganz wichtige Aussage, keine Panik, bleibt souverän und verantwortungsvoll damit. Stellt Fragen und ja, lasst die Neugier und den gesunden Menschenverstand eingeschaltet, auch wenn das manchmal im Arbeitsalltag ein bisschen umständlich, ein bisschen anstrengend sein kann. Wir haben jetzt hier 3 Perspektiven kennengelernt. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen, ja, nicht nur verwirren, sondern auch ein bisschen aufklären konnte. Mein letzter Punkt: wie wird es weitergehen mit dem Cheat Sheet? Wir werden weiterhin nützliche Fragen und Methoden entwickeln, die für das Cheat Sheet dann ergänzt werden. Ich möchte euch dazu einladen, das Cheat Sheet selber auch zu überdenken. Wenn ihr Ideen und Fragen dazu habt, meldet euch gerne jederzeit. Es gibt eine Download-Möglichkeit für das Cheat Sheet Desinformation. Der aktuelle Stand inklusive der beiden neuen Punkte ist auf meiner Webseite hinterlegt als Abbildung. Wenn ihr dorthin geht, auf STZ-Info, ganz oben ist der Hinweis zum MOOC und dann könnt ihr euch direkt dem Link folgend die Abbildung herunterladen. Ja, und das waren eigentlich jetzt meine Ausführungen. Ihr habt eventuell die ein oder andere Frage. Ich bin neugierig darauf. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan. Erstmal, das war
Sehr interessant und inspirierend. Man merkt, dass das im Chat wirklich einiges, nicht nur an Fragen, auch an Diskussionen, an Kommentaren aufgelaufen ist. Ich kriege gerade mal durch. Ich gehe jetzt tatsächlich eher mal zu den Fragen. Wie gesagt, es gibt ja auch einige Kommentare. Dirk, von dir kam dann die erste Frage mit der Lupe. Gut, ich hätte sonst erst die Teilnehmer genommen, aber ein Punkt, der mir aufgefallen ist, es handelt sich ja nicht immer um Fake News in dem Hinsicht, dass die Information als solche falsch ist, sondern es tritt natürlich auch auf, wenn ich aus dem Nebel mit der Lupe ganz einzelne Punkte raussuche, die möglichst immer dieselbe Gruppe von Personen betrifft, dann kann die Nachricht sogar richtig sein. Aber andere, ich nenne das Freunde, um jetzt Türkei oder Saudi-Arabien oder sowas zu nennen, diese Punkte werden im Hintergrund im Nebel gelassen. Das heißt, die Information als solche ist richtig, sie ist aber trotzdem manipulierend, weil sie den Fokus auf Einzelpunkte setzt und andere ausblendet. Für mich ist das auch eine Art von Fake News oder Desinformation. Wo positionierst du die jetzt da drin? Das ist eine gute Frage und das ist auch eine schön komplexe Frage. Ich habe ein schönes Wort kennengelernt oder gehört in einer Diskussion. Also ich würde mich selber als sogenannter Kontextfetischist bezeichnen. Informationen sind nur dann wirklich verständlich und auch gut einzuordnen. Und das zielt jetzt direkt auf deine Frage, wenn der Kontext darum herum verständlich ist und nachvollziehbar ist oder wenn er zumindest zur Verfügung steht. Und ich finde, Informationen kann, also aus meiner professionellen Sicht, kann Information nur im Zusammenhang mit dem Kontext, mit dem sie erstellt wurde, lanciert wurde, auch die Zielgruppe, für die sie bestimmt ist, nur dann ist Information tatsächlich vollständig. Das geht natürlich, also ich würde dann formulieren, das ist die Metainformation, das Drumherum. Die muss verständlich sein oder die muss zumindest ohne Widersprüche sein. Und die Situation, die du jetzt eben angerissen hast, hier würde ich ganz klar sagen, ja, also wenn man mit der Lupe nichts, also wenn man nur mit der Lupe auf die Suche geht oder Teilaspekte wahrnimmt, dann wird der Kontext verzerrt oder man rechnet ja damit, dass ein Kontext da sein muss und man bekommt dann ein eigenes Bild vom Kontext zur Information. Also aus meiner Sicht, neben der reinen Information, den Inhalten, ist der Kontext mindestens genauso wichtig. Und den muss man immer auch im Blick behalten. Das heißt, der Blick durch die Lupe oder der Blick im Nebel, das ist sehr, sehr hinderlich in der Situation. Ja. Danke. Ruth, ich würde mal das Mikrofon an dich übergeben. Du hattest eine Frage, aber du hast auch was geschrieben zu dieser Initiative Gegenargument. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz nochmal erläutern, dieses Handlungsviereck. Ja, gerne. Also ich habe in letzter Zeit mehrere Schulungen, auch Online-Schulungen zum Thema Hate Speech gemacht. Das ist jetzt nochmal ein sehr spezieller Bereich von Fake News, die auch eine ganz klare Ausrichtung haben. Insofern wollte ich diesen Begriff Parteilichkeit noch etwas schärfen von meiner Seite her aus, weil es ja doch meistens um Hate Speech geht. Also das heißt die Angriffe gegen bestimmte Gruppen. Und das, was ich dort sehr interessant fand, waren ähnliche Ansätze, wie Sie es eben auch beschrieben haben, eben gelassen an die Dinge und sehr, ja, sehr suchend an die Fragen heranzugehen, aber eben auch dieses Handlungsviereck. Also einerseits haben wir quasi, wir haben uns Aussagen angeschaut und anhand der Aussagen dann in der Gruppe entschieden, diskutieren oder positionieren oder andere Möglichkeiten, zum Beispiel wenn es eher im privaten Bereich ist, das trifft ja bei uns auch häufig zu, dann eben zu sagen, man beschäftigt sich mit der Person oder eben Anzeigen löschen, melden und Ähnliches. Und genau dieses Viereck der Möglichkeiten eben vor sich zu haben, fand ich sehr hilfreich. Und deswegen wollte ich es nochmal hier in den Chat reinstellen. Was war denn die Frage? Sie haben ja noch eine Frage reingestellt. Ich hatte auch noch eine Frage. Jetzt muss ich selbst nochmal zurückgehen. Sonst kann ich das auch mit reinnehmen. Also die Frage war ja, wann ist es sinnvoll, bewusst nicht auf Fake News zu reagieren? Ja, genau. Genau. Da ist das sinnvoll. Genau, das war noch die abschließende Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Dazu muss man die Fake News natürlich erstmal identifiziert haben. Das ist in diesem Wust, in dieser Menge an Informationen, die wir erhalten, ja gar nicht so einfach. Nicht reagieren,
Also ja, ein Großteil meiner Arbeit tatsächlich besteht daraus, Informationen zu ignorieren. Also im Sinne von sie auszublenden, weil sie für meinen Fokus, den ich jetzt verstandsgeführt betrachte, nicht in Frage kommen. Also sie sind ausgeblendet, ich ignoriere sie. Zielt Ihre Frage jetzt konkret auch auf den Umgang mit Nachrichten bei Facebook zum Beispiel ab oder in welchem Kontext sprechen Sie? Ja, schon eher den politischen Kontext. Also schon auch, wenn zum Beispiel, wenn aktuelle Dinge passieren, wie jetzt hier in Berlin haben wir ständig, Sie verfolgen das sicher auch in der Presse, ja, ständig Meldungen, die dann das halbe Leben bewegen. Also insofern einfach die Frage, wenn wieder Twitter oder Facebook gefüllt ist mit solchen Informationen, auch da durchatmen oder wann denke ich, oder wann ist es wirklich sinnvoll, auch sich zu positionieren? Ah, okay. Wie würden Sie das sehen? Ja, also tatsächlich sich zu positionieren halte ich für sehr wichtig. Also ich positioniere mich heute zum Beispiel, indem ich Ihnen, euch allen zeige, meinen Umgang mit Desinformation, mit Fake News, und ich habe es ja oft genug angedeutet, auch der Umgang mit sozialen Kanälen ist sehr kritisch. Spielt für meine professionelle Arbeit keine Rolle. Und ich sage es auch klipp und klar, Facebook als Informationsquelle anzugeben, das ist hochgradig unprofessionell. Und ich finde es auch, und das ist vielleicht jetzt schon die Antwort auf Ihre Frage, ich fand das eine Zeit lang sehr töricht, dass beispielsweise Tagesschau, Heute-Sendung und Ähnliches Facebook-Nachrichten als Quelle zitiert haben. Das hat erheblich nachgelassen. Das ist eine vorübergehende Erscheinung gewesen, vor 2, 3 Jahren ungefähr. Aber ich habe mich da wirklich gefragt, wie kann es sein, dass ein hoch angesehenes Nachrichtenmedium oder auch sogar Politiker in dem Fall auf Facebook-Meldungen eingehen, obwohl dort keinerlei Redaktion, keinerlei Gatekeeper-Prozesse, nichts, was in irgendeiner Form mit Kontrolle zu tun hat, stattfindet. Das Thema zu ignorieren halte ich für falsch. Man muss auch Position beziehen dazu. Das Problem ist, je häufiger man auf Fake News eingeht, desto mehr werden sie weiter lanciert und zirkuliert. Also manchmal halte ich es für sehr falsch, dass bestimmte Meldungen immer wieder neu aufgegriffen werden. Ich habe mich heute ja auch daran beteiligt, indem ich zum Beispiel auf das Trinken von Reinigungsmitteln hingewiesen habe. Das ist eine Meldung, die eine Zeit lang durch amerikanische Präsidenten und durch entsprechende Medien immer wieder zirkuliert wurde. Jedes Mal, wenn man das aufgreift und darüber spricht, dass es schlecht ist, dass es nicht stimmt, zirkuliert man aber wieder. Das ist ein Dilemma, in dem man einen guten Mittelweg finden muss. Jetzt würde ich tatsächlich, Elke, wenn du erlaubst, deine Frage ganz kurz überspringen, um sie nachher aufzugreifen, weil Stefan, du hast gerade ein Stichwort geliefert mit Facebook und der mangelnden, ja, redaktionellen Kontrolle, die ganz gut passt zu der Frage von dir, Markus. Magst du die gerade auch selber stellen? Ja, die Frage ist dann natürlich, was hat das für Auswirkungen auf meine Arbeit als Wissensmanager, der Umgang mit Fake News? Insbesondere wenn wir in kollaborativen Systemen wie Wiki beispielsweise arbeiten, wo es ja darum geht, viel Wissen von vielen unterschiedlichen Aspekten und Leuten zusammenzutragen. Heißt das im Umkehrschluss, ich muss als Wissensmanager auf jeden Fall redaktionelle Arbeit machen oder muss ein Gatekeeper-Prozess in irgendeiner Art und Weise etablieren? Meine ganz einfache Antwort, ja. Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich bin Information Professional. Ich würde mich auch als Wissensmanager bezeichnen. Aber ich merke, der Umgang mit Informationen, der richtige Umgang mit Informationen ermöglicht Wissensmanagement. Und zu glauben, das ist so ein also das ist nicht der Vorwurf, jetzt, den ich jetzt in den Raum stelle, aber es gibt eine Haltung gegenüber auch der Information aus dem Internet beispielsweise. Da gab es eine Tradition, wir verteilen unsere Informationen aus dem Grund heraus, weil wir eine Tradition des Teilens, einen demokratischen Ansatz fahren. Meine Beobachtung bei Wissensmanagement-Projekten in Unternehmen, in Organisationen, es wird immer davon ausgegangen, dass alles richtig ist, was da geteilt wird. Dass da aber zurückgehalten wird, dass da nur eben teilweise geteilt wird. Es gibt sogar in Unternehmen, in großen Organisationen, denken Sie an Mitarbeitergrößen 10.000, 20.000, da gibt es auch Trolle und da gibt es auch U-Boote und da gibt es auch Dinge, die mit dem Compliance-Management unmittelbar in Konflikt stehen. Ich finde es eine hochspannende Angelegenheit, das Compliance-Management und das Wissensmanagement beispielsweise mal zu liieren und zu fragen, welche der im Wikis geteilten Informationen sind tatsächlich korrekt oder muss da noch eine Prüfung stattfinden? Also ich finde hierzu die Fragestellung, die beispielsweise bei der Wikipedia immer wieder auftauchen
und die Diskussionen und das Bashing, gegenseitige Bashing von Autoren hinsichtlich strittiger Themen und die Redaktionsprozesse, die hier sehr schön strukturiert dargestellt werden, das finde ich hochspannend. Und ich würde aus meiner Sicht eigentlich erwarten, dass solche Prozesse auch in Wikis innerhalb von Wissensprojekten in Unternehmen etabliert werden. Also daher ja, also ich würde eine redaktionelle Prüfung, ein Gatekeeper-Prozess, der muss sein. Also alles andere hielte ich für leichtsinnig. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich muss jetzt gerade darauf nochmal kurz reagieren. Jetzt haben wir ja gerade in der aktuellen Corona-Situation haben wir ja ganz, ganz viel Fake News oder so einseitige Berichterstattung. Da wird natürlich der Ruf sehr schnell laut, dass die Informationsfreiheit beschnitten wird, ja, indem man da einschreibt. Okay, bei einem firmeninternen Netzwerk oder bei einem firmeninternen Wiki halte ich die Gefahr eher für gering. Aber gerade so in der Öffentlichkeit, die Aluhutträger, die stehen ja an jeder Hausecke und die kommen dann rausgesprungen und sagen, ja, wir werden jetzt wieder beschnitten von der Regierung. Wie kann man damit umgehen? Vielleicht bevor du antwortest, Stefan, das passt jetzt, das ist eine Steilvorlage für dich, Elke, ne, für deine Frage. Vielleicht magst du die jetzt gerade hier noch mit einwerfen, bevor Stefan den Ball wieder hat. Ja, das ist genau der Punkt. An dem ich ansetze. Ich habe in den letzten 6 Monaten selber einen Prozess durchgemacht, wo ich den von mir lange Zeit als seriös geschätzten Medien immer weniger vertraut habe und mich tatsächlich auf viele andere Wege begeben habe. Nun bin ich von Hause aus Naturwissenschaftlerin und habe es gelernt, Dingen auch auf den Grund zu gehen und habe seit geraumer Zeit meine Schwierigkeiten, insbesondere auch mit dem, was Markus Berg sagte, von wegen die Aluhutträger. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass speziell in diesem Land, in anderen Ländern, also Großbritannien und an anderen Stellen, Frankreich, wenn man da die Originalpublikationen liest, ist das noch ein Ticken anders. Aber hier gibt es offenkundig eine Meinungshoheit der Bundesregierung oder was auch immer, die nach meiner Beobachtung Dinge in Propagandaart tatsächlich reindrückt in alle möglichen Medien, die das verbreiten sollen. Und jeder, der es wagt, zu hinterfragen, der wird in einer Art und Weise diffamiert, teilweise denunziert, zensiert, wie ich das vor einem Vierteljahr in diesem Lande für komplett unmöglich gehalten hätte. Und ich habe den Glauben an ein sehr freies Mediensystem in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt zurückgezogen. Wenn selbst der Deutschlandfunk, mein Leib- und Magensender, jeden Morgen nichts Besseres zu tun hat, als Zahlen den Leuten um die Ohren zu hauen, ohne sie in irgendeinen Kontext zu stellen, ohne zu erwähnen, dass im gleichen Zeitraum entsprechende Testkapazitäten um ein Vielfaches hochgefahren wurden und Ähnliches. Ich möchte jetzt tatsächlich mal unterbrechen, dass wir uns auf die hauptsächliche Sprache, also Frage konzentrieren, weil was ich vermeiden möchte, ist, dass wir konkrete politische Themen hier jetzt in die Diskussion reinbringen. Es ging also um die Frage tatsächlich, wie gehen wir mit systematischer Ausgrenzung kritischer Stimmen, insbesondere in der aktuellen Situation, um? Und diese Frage finde ich sehr berechtigt. Es zeigt genau das Dilemma. Ne? Also auf der einen Seite, Stefan, hast du jetzt gesagt, Gatekeeper, Qualitätskontrolle, um Fake News, um Stimmungsmache gegebenenfalls einzudämmen. Und dann aber genau das Dilemma, was du jetzt schilderst, Elke, wo ist jetzt aber diese Grenze hin dann doch auch wieder zur Manipulation? Also wer ist dieser Gatekeeper, der irgendwo über richtig und falsch ja dann letztendlich entscheidet. Ne? Ja, Stefan, da hast du jetzt einen schönen Brocken bekommen, oder? Den ich auch nicht ganz auflösen kann. Tatsächlich empfinde ich es auch als Dilemma. Ich musste selbst auch mein Medienweltbild in den letzten Monaten neu sortieren, zumindest. Generell, es gibt natürlich die Unterscheidung zwischen Informationen, die jetzt wir im Alltag, Thema Deutschlandfunk und Corona-Zahlen, auch andere Medien, das sind Dinge, die uns unmittelbar betreffen, und Thema fachliche,
also fachliche Themen, die wir für Projekte zusammenstellen, Themen, die mit Wirtschaft, mit Märkten, also eher auch meine Baustelle, zusammenhängen. Tatsächlich muss man halt dazu sagen, das Thema Emotionalität ist ganz gewaltig, wenn es jetzt zum Beispiel um die sogenannten Corona-Aktualitäten oder Corona-Updates geht. Da kann ich Elke nur zustimmen. Ich bin auch Deutschlandfunk, Magen- und Leibfunk sozusagen, aber die haben versagt. Tatsächlich haben sie wirklich komplett versagt. Und es gab ein schönes Beispiel, wo eine Nachbereitungssendung im Deutschlandfunk gelaufen ist, wo einfach der Deutschlandfunk sich selber gefeiert hat, regelrecht, wie gut sie durch die Corona-Krise gekommen sind und wie sie darüber informiert haben. Es gab, und das ist jetzt die Frage von Dirk, es gab tatsächlich kritische Anrufe und die sind abgewürgt worden. Das heißt, die haben nicht dem Konsens entsprochen, der mit der Sendung hier in diesem speziellen Fall verfolgt werden sollte. Und das sind tatsächlich Entwicklungen, bei denen ich in den letzten Jahren eigentlich immer gesagt habe, die deutsche Medienlandschaft ist im Vergleich zur weltweiten Situation relativ gesund und gut aufgestellt, trotz der zahlreichen Einschränkungen durch Marktveränderungen, durch Konsolidierungen in Pressemärkten, durch Käufe und Verkäufe und Machenschaften innerhalb der Medienbranche. Trotzdem sind wir immer noch gut aufgestellt, dachte ich, bis vor etwa 6 bis 8 Monaten. Und jetzt im Moment hinterfrage ich auch sehr, sehr viel. Mein einziges Rezept, und das kommt dem einen und der anderen vielleicht bekannt vor, es geht im Moment nur, indem man sich nicht nur auf eine Quelle konzentriert, die man für verlässlich hält oder hielt, sondern man muss Quellen vergleichen. Also Deutschlandfunk alleine reicht leider nicht mehr aus. Man muss die Süddeutsche hinzuziehen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht, das ist keine Empfehlung. Ich ziele die Zeit hinzu, ich ziehe auch Presse hinzu, die nur einmal in der Woche erscheint, also die Zeit beispielsweise. Ich versuche auch ganz gezielt unterschiedliche Spektren in der politischen Landschaft abzubilden in meinem Medienkonsum. Sprich, die FAZ steht neben der Taz in Berlin, steht neben dem Freitag aus Berlin und so weiter und so weiter. Und die ausländische Presse kann tatsächlich auch sehr gut helfen, die eigene Situation aus dem Ausland gespiegelt neu wahrzunehmen. De facto ist es aber tatsächlich ein richtig komplexer Brocken, den ich jetzt hier hingeworfen bekommen habe. Ich kann ihn nicht auflösen. Er wäre wahrscheinlich Inhalt einer weiteren MOOC-Session. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht ist ja auch ein Stück weit ein Schritt in die richtige Richtung, Stefan, weil du gerade die Zeit erwähnst. Also das ist tatsächlich auch so meine Hauptlektüre neben der lokalen Tageszeitung und tatsächlich der Frankfurter für die politische Ausgewogenheit. Die Zeit hat angefangen vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren, gerade bei größeren Artikeln in so einem kleinen Kasten die Hintergründe der Recherche mit darzustellen. Also wieso sind wir auf dieses Thema aufmerksam geworden? Wie genau haben wir eigentlich recherchiert? Sie stellen teilweise dar, dass das Unternehmen, über das Sie da berichten, aber gleichzeitig auch Anzeigenkunde beim Zeitverlag ist, solche Dinge. Also die Zeit versucht da tatsächlich ein Stück weit die Hintergründe der eigenen journalistischen Arbeit transparent zu machen. Und das sind vielleicht alles so Schritte, die da ein Stück weit auch in die richtige Richtung gehen. Ich habe auch noch ein Thema vielleicht. Das ist das, was Markus Berg noch gesagt hatte. Wir brauchen ja für die Gatekeeper nicht irgendjemanden, der jetzt in diesen Wikis die Dinge freigibt, sondern vielleicht so ein Prozess, wie du erwähnt hast in der Wikimedia, wo man diesen Überprüfungsprozess anregen kann. Wenn also Dinge wirklich tatsächlich jemandem nicht plausibel erscheinen, dass dann darüber diskutiert und dann eine Institution da ist, die im internen Wiki dann auch so einen Prozess anstößt, wie das bei der Wikimedia gemacht wird, um zu überprüfen, ob dann bestimmte Inhalte tatsächlich so sinnvoll und den Tatsachen entsprechend sind. Absolut. Der Punkt ist, das ist personalaufwendig und das ist auch einfach ressourcenaufwendig und das muss man können. Also sehr häufig wird in solchen Projekten der Fehler gemacht, dass für die Inhalte dann, ohne den Berufsstand despektierlich zu bezeichnen, ein Techniker dran gesetzt wird, der sich irgendwie mit der Technik auskennt. Aber eigentlich müsste man genau an der Stelle einen medienkritischen Wissenschaftler oder jemand, der mit Medien kritisch, mit Inhalten generell kritisch umgehen kann. Und zwar kritisch nicht im Sinne von systemkritisch, sondern im Sinne von kritisch den Inhalten gegenüber.
Also wer nichts fragt, muss alles glauben. Das ist wirklich so ein Leitsatz, der ganz zentral hier nochmal den schon mal betonen möchte. Ja, vielen Dank. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Es ist nämlich fast 12 Uhr und der Chat ist soweit. Genau, Elke schreibt gerade nochmal Quellenangaben. Da lohnt auch wirklich der Blick in das Cheat Sheet, nicht? Also eben, wie kann ich denn die Verlässlichkeit einer Quelle zum Beispiel überprüfen? Ja, ich glaube, wir könnten noch relativ lange hier weiter diskutieren. Also man sieht, was ich anfangs gesagt habe. Stefan, du hast da ein brandaktuelles Thema, ein ganz heißes Eisen letztendlich aufgegriffen. Und wir haben ja jetzt gesehen, gerade auch am Ende hin, man ist halt immer wieder in einem Dilemma zwischen Kontrolle und Eigenverantwortung, zwischen Gatekeeper und dann eben doch diesem freieren, kollaborativen Ansatz. Und vielleicht ist ja tatsächlich der Ausweg aus diesem Dilemma, solche Schulungen, wie jetzt der Vortrag durch Tisch, Stefan, auch in den Unternehmen zu machen. Also auch zu sagen, letztendlich ist jeder selbst dafür verantwortlich, Desinformation zu erkennen und vernünftig damit umzugehen, auch wenn es ums interne Wiki, um interne Plattformen geht, Markus. Also vielleicht ist der Weg gar nicht so stark der Gatekeeper eben mit der Frage, wer soll das denn dann sein, sondern vielleicht ist ja der Weg tatsächlich eben, ja, Empowerment, sage ich es jetzt mal, einfach die Informations-, die Medienkompetenz jedes Einzelnen zu entwickeln und deutlich zu verbessern. Und das hast du heute mit uns geschafft, Stefan. Herzlichen Dank. Obwohl ich jetzt noch sagen muss, auch wenn das jetzt 5 Minuten mehr dauert, ich habe noch 2 Themen. Ich habe ja immer so eine Liste von Fragen, die mir unter Nägeln brennen und wo ich denke, das ist vielleicht relativ wichtig, das ein bisschen noch mehr zu vertiefen. Du hast bei einem der 7 Beweggründe für Fake News Passion erwähnt als Begriff. Und ich denke mal, dazu kann man noch ein paar Worte mehr dazu verlieren, weil ich denke mal, häufig ist auch die Motivation von Menschen, dass sie den anderen Menschen das Richtige vermitteln wollen oder denen zu ihnen zum Guten führen möchten, was in dem Bereich Passion fällt. Oder liege ich dort falsch? Also tatsächlich ist Passion, Passion natürlich etwas, was sehr persönlich gefärbt sein kann. Also die richtige Passion zu haben, bedeutet ja dann durchaus mit Passion sich für demokratische Bewegungen einzusetzen. Das ist auch Passion und Passion kann natürlich auch für evangelikale Bewegungen in Zentral-USA sein, die ich jetzt eher hinterfragen würde aus meiner hiesigen Sichtweise. Also ich finde, Überzeugungsversuche, die ideell oder religiös in diesem Fall motiviert sind, da flammen bei mir sofort kleine Fragezeichen auf, warum will mich jemand von etwas überzeugen? Bei Passionen sind manchmal die Argumente, die Fakten oder die Inhalte, die geliefert werden zur Begründung, die passen bei mir oft nicht in mein Weltbild hinein. Genauso wie natürlich meine Denkweise in das Weltbild desjenigen, der mich da zu überzeugen versucht, auch nicht hineinpassen. Also ideelle oder religiöse, oft auch politische Überzeugungsversuche, da wird sehr viel mit Druck oder mit weltbildartigen Konstruktionen gearbeitet. Und diesen Ansatz, den halte ich immer für hinterfragbar. Danke. Und der zweite Punkt ist, das bin ich anfällig für sowas. Das ist diese Punkte, die man ja aus der klassischen Suggestion kennt. Diese Anfälligkeit gegen Reframing. Dann, sobald ich selber in einer unsicheren Situation bin, bin ich halt anfällig dafür, um das eine zu schätzen. Das andere ist vielleicht dieses Zugehörigkeitsbedürfnis, wo man sich bewusst sein muss, dass dort vielleicht Fake News auch auf einen selber stärker wirken als sonst und wie man die beachten könnte. Also aus Erfahrung weiß ich, dass es ganz extrem schwierig ist, wenn man sich in einer Gruppe gut aufgehoben fühlt, Inhalte zu vertreten, die von der Gruppe auch unterstützt werden, aber Gruppeninhalten zu widersprechen. Das sind psychologische Prozesse im Hintergrund. Es ist immer sehr schwierig, im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen eigene Meinungen, die den anderen zuwiderlaufen, zu vertreten und auch zu begründen oder gar die anderen davon zu überzeugen. Und das Problem ist halt gerade bei Gruppen, die du ansprichst, eine Gruppe hat oft eine Konsensmeinung. Das ist oft so ein kleiner gemeinsamer Nenner. Und gegen so etwas anzugehen, auch wenn man völlig vernunftbegabt handelt und argumentiert, das ist extrem schwierig.
hier ist Souveränität und Ruhe tatsächlich gefragt. Also ich habe das oft schon selbst erlebt in den ein oder anderen Zusammenhängen, beruflich wie auch privat. Beruflich ganz insbesondere dann, wenn ich mit meinen Kunden beispielsweise bestimmte Projekte verfolge und dann gibt es plötzlich eine Information, die den kompletten Projektzusammenhang in Frage stellt, eine wirtschaftliche Zahl, ein Umsatz eines Targets, eines Unternehmens oder was auch immer. Und dann werde ich oft gefragt, ja, gibt es dazu nicht noch was anderes? Und dann muss ich leider antworten, nein, das ist nicht machbar. Und ich kann mich natürlich dann auf meine Rolle als Information Professional zurückziehen. Das ist in beruflichen Zusammenhängen sehr viel leichter als in privaten Zusammenhängen, wo man eben gruppendynamische Prozesse kaum aufbrechen kann. Gut, das wären noch meine zwei Fragen für das Ende gewesen. Gibt es noch eine ganz wichtige Frage aus der Runde? Eine Frage, die jemand ganz unbedingt noch geklärt haben möchte? Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Stefan, bei dir. Ich fand, das war eine tolle Session. Für mich selbst habe ich auch sehr vieles mitnehmen können. Ich hoffe, es geht den anderen auch so. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. War super.